Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel bei uns auf FTG von mir, dem Morigi. Und wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, ist es Doom. Ja, nach dem einen Bethesda-Spiel das nächste. ja genau, Doom habe ich schon mal gespielt. Aber ich fange natürlich nur an, es ist schon ewig her, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Na los, gib mir. Klassische Doom-Waffenhaltung, das ist zentriert. Nee, das machen wir nicht. Ja. Bei der Grafik schauen wir mal schnell. Ja, meinetwegen, ja, eher ohne Rand ist mir lieber. Auflösung passt. Passt. Also ich hoffe mal, dass alles Sichtfeld passt auch. Da kommen wir schon mit klar. Ja. Jawohl. So soll es sein. Bewegungsschärfe, Qualität. Machen wir schon hoch, oder? Ja, Leute, so sieht's aus, wenn man einen guten PC hat. OpenGL passt. Ich habe nicht Vulkan. Audio passt auch, habe ich so das Gefühl. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir starten die Kampagne. Ja, ich habe es doch gerade eingestellt. Ja, okay, dann schauen wir nochmal. Also, entspannt spielen ist hier nicht drin, sage ich mal. Wir haben uns schon in Predator ausgewiesen, also machen wir das in Doom, glaube ich, auch. Ohne irgendwelche Anpassungen. Aggression und Furchtlosigkeit finden. Für Spiele, die gerne gefordert werden. Hier werden dein Überblick und deine Reflexe auf die Probe gestellt und ein Sieg wird davon abhängen, ob du für die jeweilige Aufgabe das richtige Werkzeug wählst. Zudem gibt es weniger Tutorials. Wenn du stirbst, ist die Kampagne vorbei. Naja, also ich würde schon sagen, indem dich nicht losgibst mir, sondern ultra brutal. Oder? Ich hoffe, by the way, meine Soundqualität vom Headset passt, weil ich habe bemerkt, dass diverse Einstellungen zurückgesetzt waren, dank irgendwelcher Windows-Updates. Ja, machen wir schon ultra brutal, würde ich sagen. Du schreitest ewig durch die Schattenreiche, kämpfst gegen das Böse, wo andere versagen. Möge dein Durst nach Rache nie versiegen. Möge das Blut auf deine Schatten niemals trocknen und mögen wir dich nie wieder brauchen. Ah ja. Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du... Du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Das ist jetzt so ungefähr nach Prey. Oh Gott, die Sensitivity. Oh Gott, die Sensitivity. Oh Gott, die Sensitivity. Oh Gott, die Sensitivity. Okay, da müssen wir nochmal was machen. Gib dich das mal, pass auf. Ich bewege jetzt meine Maus ein kleines bisschen. Okay, vom Verhältnis her ist es eigentlich okay. Aber, nee. Da brauchen wir schon. Ich bin es jetzt gewohnt von Overwatch. Dass ich... schon viel besser. Dass ich hier... Na, ihr wisst, was ich meine. Hallo Best of 2019. Also. Doom läuft bis jetzt eigentlich ganz flüssig, habe ich so das Gefühl. Die Aufnahme schaut auch ganz gut aus, nicht so wie bei Ziff. Ich habe seit den letzten Tage ziemlich viel versucht, irgendwas aufzunehmen, hat alles irgendwie nicht so ganz hingehauen. Und jetzt habe ich mich für Doom entschieden. Alles klar. Kann man hier strafen? Wir werden uns darum kümmern. Gibt es? Ach, da ist meine Rüstung. Was passiert jetzt, wenn ich so weitergehe? Achso, geht nicht.
Sehr gut. Dämoneninvasion im Gange. Ha! Schaut ja schon mal gut aus. Die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resops-Satellit wieder online ist. Okay, das heißt, wir müssen ihn aktivieren. Willkommen. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich bin der Chef dieser Einrichtung. Ich glaube, wir können dieses Problem gemeinsam lösen. Und das auf eine Weise, die für uns beide von Nutzen ist. Ha! Okay, mal noch ein bisschen Stealth-Action. Jetzt gibt's aufs Maul, Leute. So heißt es, so heißt die erste Folge. Jetzt gibt's aufs Maul. Immer auf fein alles die. Huch! Clerical ist fix und wenn man Schaden zu wird, er benommen, was durch eine blaue Markierung angezeigt wird. Bewege dich an ihn heran und drücke F. F to pay respects. Wenn die Markierung heranschwirrt. Ah, haha. Wir mal weiter in die Richtung. Ah, geschmackig, den hat Trevi ein bisschen erwischt. Du solltest mal zum Arzt gehen, Junge. Na, was geht? Ah, das erste Dämon. Shotgun. Ach, jetzt haben wir hier. I see. Vielleicht Let's Play ich dann sogar das neue Doom, wenn es rauskommt. Weil ich denke mal, hier sind wir schon relativ schnell durch. By the way, das läuft jetzt seit, bis Rage 2 und dann läuft es als zweit Let's Play weiter. Vorausgesetzt, Rage 2 wird gut. Aber da bin ich ziemlich zuversichtlich. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Erstmal voll auf die Omme, oder? Spritzt nur so. Das ist schön. Lol, bin ich jetzt schon gestorben? Lol. Okay, Leute. Das wird vielleicht doch ein wilder Ritt. Sagen wir es mal so. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich sterbe. Ich hatte eigentlich meine Leben im Blick und die waren eigentlich über 100. Also. Hashtag unangenehm. Abgeschlossen. Ist hier noch einer? Schaut nicht so aus. Huch, guck mal, das Ganze nochmal. Jetzt habe ich Damage genommen. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen.
Oh, yes. Schlecht. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Ah, wo ist er? Genosse! Lass mal bleiben. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Nice. War doch easy. Ich würde jetzt da auch kein Problem sehen, Leute. Da noch ein bisschen Rüstung, die wir mitnehmen können. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Er würde alles ruinieren. Ja, hatte ich auch vor, so ungefähr. Ich bin bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an ihrer Welt ausschließlich aus dem Antrieb kam, der Menschheit eine bessere Zukunft bieten zu können. Natürlich ist jetzt alles außer Kontrolle geraten, ja. Aber ich meine das Risiko wert, das versichere ich. So. Dann lass mal ein paar Dämonen kloppen. Ja. Jetzt hier runterspringen, oder wie? Scheint so. Auch immer fein alles durchsuchen. Es gibt ja viele Collectibles und so Sachen, die man einsammeln kann. Wir sind ja hier auf dem Mars. Ich meine, ich will jetzt auch nicht unbedingt eine Waffe übersehen, hier vielleicht irgendwo rumliegen könnte. So, haben wir die mal hier ein bisschen auseinandergenommen. Good fight, good fight. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Muni ist voll, da ist alles gut. Was ist das? Okay, nix. Then let's go further. Bist du auch mal entspannt hier ein paar... Aua. Dämonen kloppen. Boom. Mir gefällt das Spiel. Hier machen wir die blaue Sicherheit. Ja. Die holen wir uns gleich mal. Hier, genau das meinte ich. Mit, dass da irgendwo welche Goodies sein können. So, die Frage, kommen wir da noch irgendwie hin oder nicht? Thank you.
So. Gut. Granadas. Sehr gut. Okay, dann muss man sagen, let's go! Auf. So bestimmt irgendwas. Oder sind wir ja richtig? Wie werfe ich Granaten? Speicherpunkt erreicht. Scheiße, dann war das ja richtig. Dann gehen wir nochmal raus und killen. Kannst du den Anzeigen schon wieder verbessern? Okay, danke. Warte mal, Automap-Station. War das nicht das, was hier gerade ist? Das hier. Waffenpunkte. Bis jetzt habe ich nur die hier. Ich würde sagen, wir verbessern auch gleich unsere Navigationssysteme. So, jetzt gehen wir aber nochmal schnell zurück, weil ich das Gefühl habe, wir haben was ausgelassen. Duck. Keine Muni mehr. Genau, da war ja der Praetoriat-Ding. Schauen wir mal hier, vielleicht gibt's hier was. Oh ja, Rüstung, nice. Und Granaten, wo ich vergessen habe, wie man sie wirft. Ach, mit Rätsel hat der Mann ja einen Spezialangriff. Das habe ich hier vollkommen vergessen. So, jetzt die Frage, springen wir darüber? Okay, das heißt, man kommt auf beiden Wegen irgendwie nach oben. Das Problem, wenn man keine Shotgun-Muni hat. Da muss man die halt mit Pistolenschüssen zuspammen. Beziehungsweise sogar tot spammen. Aber da wir jetzt wieder Shotgun-Ammo haben, kann es hier ganz entspannt weitergehen. Und einmal rüber. So. Wer bist denn du hier? Ach, ich kann meine Shotgun nicht verbessern. Ich glaube, der Explosivschuss ist, glaube ich, eher angenehmer. Ja. Hell yes! Stellt sich nun wieder die Frage, wo man lang gehen sollte. Gehen wir hier unten. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Collectibles oder so. Okay,
Okay, nee, hier geht's nur wieder zurück zu dem, wo wir gerade eben schon waren. Wenn wir hier lang gehen. Oh ja. Und ein Codex. Das war fail. Wie muss man noch da hinkommen? Und ja, man kommt hin. So, ich habe vergessen, wie man Granaten wirft, deswegen muss ich mal nachschauen, wie man Granaten wirft. Tastenbelegung. Ach komm, Leute. Wieso steht jetzt hier nicht, wie ich Granaten werf? Das meine ich ja schon hier. Ausrüstung einsetzen, Steuerung links oder Maus 3. Gut. Sowieso the way gewesen. Wird natürlich alles Feinde erkundet. Speicherpunkt erreicht. Aha. Hier hinten raus. Also Scheiße, da war der dumme Männchen. Das holen wir uns noch schnell, das dumme Männchen. Ein Waffenpunkt haben wir uns verdient. Okay, weiter geht's. Okay, sind's. Immer Reinholz. Gernhard Reinholz. Kein Moonwalk machen. Wo geht's hier lang? Ah, jetzt sind wir wieder hier. I see.
I see your mind culture as well. Was it? Amo. Jawohl. Was ist, wenn man hier zurückgeht? Kommt da irgendwas Geiles? Oh ja. Hier ist noch ein bisschen Rüstung. So. Willkommen bei der UAC. Jetzt seit 221 Tagen ohne Unfall. Oh, sehr vorbildlich. Die Figur haben wir abgegrast, da bin ich mir sicher. Ja, klar, das haben wir alles. Okay, das haben wir vielleicht nicht. Datenprotokoll, dang it. Das kann man aber, glaube ich, auch ignorieren. Und jetzt? Gott ruhte am siebten Tag. Wie weit aber wären wir schon ohne zu ruhen? Die UAC strebt so über alle Leistungen. Daher das heißt, jetzt hätten wir doch die Chance, das Ding zu holen. So können Sie an der Kollegen jeden Tag an etwas Großem arbeiten. Hören wir nie auf, danach zu streben. Jetzt könnte man quasi speichern und beenden oder fortsetzen. I see. Boah, erstmal strecken. Hui. Ja, dann fortsetzen. Befreit aus deinem Gefängnis im Kampf mit dem Bösen, so beginnt der Kreislauf erneut. Um die Quellen der dämonischen Invasion zu finden, musst du zunächst den Kommunikationssatelliten in der Ressourcenoperationszentrale neu ausrichten. Mach mal. Kenne deinen Feind. Min Enemy ist. Hallo, ich bin Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. James Nach Analyse Vega. Des Prätorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss sie ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Dankeschön. Okay, was haben wir getötet? Bis jetzt mit einem Abzugsbetätigung der Schrumpflinde. Führe 5 verschiedene Glory Clips beim Besessenen aus, finde 3 versteckte Extras. Okay. Leute, das machen wir, oder? Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Lass mal die mal hier kommen. Okay, hat nicht gezählt, gell? Ja. Ich weiß nicht, ob da auch Spezialangriff zählt oder nicht. Hauptenergie offline. Das wäre natürlich Sämtliche cool, wenn Zugänge sind außer Betrieb. Wenn man mit dem hier fahren könnte. Sag mal, war es ist in der Kantine schlecht oder was ist hier los? Hier lang. Oder kann man da runterspringen? Das würde mich jetzt interessieren. Ich meine, von da kommen Monstergeräusche.
Da muss man irgendwie hin können. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Weil ich meine, da liegen ja Sachen. Kann man da irgendwie hin? Das ist die Frage. Oder kommt man da später noch hin? Kann natürlich sein. Ja, okay, dann gehen wir mal hier lang. Ist gezählt? Nee. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Ah, I see. Hauptenergie online. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Okay, es lief mir schon immer gut, sich mit den Bösen zu verbinden. Hat man ja schon in vielen Spielen gesehen. Beziehungsweise Filmen. So, if you're not with me, you're against me. So nach dem Motto. Geht's doch bestimmt auch irgendwo hin. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Echt? Es gibt nur hier diese scheiß Rüstung. Sonst nichts. Schon ein bisschen enttäuscht. Das ist ja jetzt belastend. Finde ich schon so einen krassen Weg und dann. Ja. Ihr wisst, wie ihr meint. Jetzt schauen wir mal schon auf die Automap. Ich sag, wir schauen auf die Automap. Dann halt nicht. Ach du Scheiße. Ja genau, den haben wir ja jetzt gerade hier, den Automap-Ding. Bis jetzt ist es da ist eine Rüstung, okay. Bis jetzt haben wir aber noch nicht so viel aufgedeckt. Wir müssen noch 3 Glory-Kills machen, 2 Extras finden und 2 mit einem Shotgun-Schuss killen. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllen. Langsam reicht's auch. Es ist alles wahr. Warum kann ich das denn nicht kaputt schießen? Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ich glaube an Ehrlichkeit. Also die Olle, die kotzt mich jetzt hier langsam an. Oh boy, here I go killing again. Ach, die kommen hoch zu mir geklettert. Dann komm jetzt hoch. Ich begrüße euch hier. Tschüss. Dich gilt dasselbe. Ich hab gesagt, dich gilt dasselbe. Runter mit dir. Kommt hoch. Ja, 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 ja. Ich glaube an Ehrlichkeit. Dang it. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt.
Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind, all die Gerüchte, die Menschen opfern, das Hellportal, die Dämonen, es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Ey, komm, da muss was sein. Da schlagen meine Lutsch. Ja, dachte ich mir doch. Meine Loot-Sensoren schlagen da Alarm. So, und wie geht's jetzt weiter? Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschen. Ja, gut. Das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles. Ach, Ricky. Mein Gott. Das war jetzt schon selten dämlich, muss ich sagen. Und nochmal alle töten, oder? Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Alle Gerüchte, Menschen, das Höllental, der Mond. Ah, okay. Jawohl. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt. Die kann auch nicht im Maul halten, oder? All die Gerüchte. Ach komm! Oh. Scheiße. Hallo Best of 2019. Oh. Und auf ein neues. Ich glaube an Ewigkeit. Vor allem jetzt. Da liegt es ja jetzt. All die Gerüchte, Menschen. Das Höllen. Meine Schwestern und Brüder gehen. Komm mal näher ran hier. So, nochmal. Vor allem jetzt, da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. What the fuck? All die Gerüchte, die Menschen opfern. Ich muss doch irgendwo hingehen. Die Dämonen. Es ist alles wahr. Weil ich kann doch bestimmt nicht ohne Grund hier raufklettern. Hier muss es doch irgendwas geben. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschafft. Und das jetzt. Was war jetzt das? Der Hebel hat... Ah! Ich glaube an Ehrlichkeit. LOL. GG, erstmal erste Folge und erstmal ein Easter Egg gefunden. Warte mal. Geht es hier noch weiter oder war's das schon? Das war's schon. Kein besonderer Loot. Nichts. Irgendwie nur zwei Monster und eine kleine Zentrale mit irgendwas. Es ist ja schon ein bisschen.
beklagenswert hier. Finde ich schon ehrlich gesagt ein bisschen frech. Hm. Ja, okay. Schön, dass wir das gefunden haben, aber... Bringt halt nichts, oder? Dass man da irgendwo hochklettern kann oder so? Nee. Deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte der Menschenopfer. Besessener Techniker. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Habt ihr Rasse von Augen? Ich bin zufrieden. Okay. Hab mein Ziel erreicht. Ah, Ricky, was hast du denn da bloß wieder eingebrockt? Okay, und nochmal. Aber dieses Mal besser. Gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Gott im Himmel, war das blöd. Ah, scheiße. Ricky, was hast du denn da bloß wieder eingebrockt? Ja, okay. Aber immerhin habe ich ein Let's Play gefunden, was mir Spaß macht. Noch. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abgeschlossen. Komm, boom. Jawohl. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Gut. Kann ich eigentlich auch so? Na scheiße, ich muss wirklich bis zu einem Speicherpunkt miteinander aufhören. Okay. Wir von der UFC. Dein Zahn! Okay. Verbraucht Treibstoff. Je größer der Dämon ist, desto mehr Treibstoff ist nötig. Das ist eine Dämon, der kennt sich nicht der zusätzlichen Munition. Okay, und dann die schauen, dass wir nicht vielleicht doch irgendwie wieder ein Easter Egg oder irgendwie sowas übersehen haben. Okay, dann hoffentlich ist jetzt hier ein Speicherpunkt. Die Welt zählt auf uns. Wie engagiert sind Sie?
Zugang verweigert. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Habe ich nicht schon wieder gefunden. Okay, okay. Dann machen wir hier mal das. Dann war's mit der Folge, Doom. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, bis zur nächsten Folge im Dämonenklatschen. Ciao.